Das denken deine Weintrauben. Aber ich will nicht gegessen werden. Aber ich will nicht weg. Ah, genau, hier. Doch, ich nehme mir meine Weintraube. Oh, ich will nicht weg. Oh. Na, passt doch. Oh Gott. Jetzt haben wir schon 3 Münzen, die wir hier sammeln können. Ja, jetzt alleine bist du nicht mehr so stark, hä? Egal, ich hab die Münze. Du kannst gehen. Am Anfang des Streams heißt es Exit des Zuschauer, am Ende des Zuschauers Zuschauer. Der ist noch runtergefallen. Einfach so voll auslachen, bist aber selber nicht lauf. Ja. Sadi, nicht Sadi. Sadi. Ist auch noch Sadist. Ja. Passt doch. Aber ich bin sowas so gewöhnt, dass man meinen Namen immer anders sagt. Entweder Sabi, Wasabi, Sadi. Wasabi. Wasabi. Mm. Das ist mega scharf. Sushi und Wasabi haben wir jetzt. Fehlt ja nur noch Soja-Soße. Like, bitte unterlasse Caps Lock. Dankeschön. Das ist richtig, Günther. Okay, gleich kommen wir zu den roten Münzen. Wenn ich es schaffe, die Kamera so zu drehen, dass ich da auch irgendwie hinkommen kann. Ah, ja. Und Sapi mit P, nicht mit B. Bitte gewöhnt euch sofort ab. Ja. Das ist nämlich unhöflich. Und ja, eine Münze mehr. Auch nicht, du würdest mich auch nicht Axido nennen. Ja. Nee. Ja, das ist viel leichter mit Controller, ne? Nö, ich finde also, das ist... Außerdem, hier sind Münzen! Münzen, ich brauche Münzen! Oh, nur noch 2! Hey, Moment mal! Moment mal! Ich habe gerade 2 Sterne gleichzeitig bekommen. Ja, ich möchte speichern. So, und den, ich hole mir diesen Stern auch, damit ich nämlich die Leben angerechnet kriege, die ich mir dadurch gesammelt habe. Herr Hase hat eine geheime Botschaft gefunden. Hä? Light reimt sich auf Fight. Fische. Oh nom nom. So, mit dem Level, da sind wir auch durch. Yay. Yay. Hey! Ich freue mich voll, yeah! Krallen des Riesenvogels! Juhu! Ich hasse dieses Level. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja klar, das ist keine Beleidigung. Ja, also gut, ich hasse dieses Level. Ich wollte dann nur erstmal fragen, ob das okay ist, aber... Das scheint ja dann in Ordnung gewesen zu sein, also konnte ich ja sagen, ich hasse dieses Level. Also, ich hasse dieses Level! Morgen mache ich um 11 Uhr auf, ich gehe sofort zur Post, ich nehme mein Kack-Tablet, damit ich endlich anfangen kann, für dich zu zeichnen. Ja. Und dann muss ich ganz kurz bei einer Freundin von meiner Mom was abholen und dann muss ich zur Familie und ich nehme einfach mein Pad mit und zeichne weiter. Bam! Was bin ich für ein Badass, ey. Genau. Also, wie war das? Wann machst du das? Morgen. Frag doch einfach nochmal. Morgen. Nee, dann sag doch einfach nochmal. Also, wer sonst noch ein Zeichenpad hat, oder zeichnen kann mit Zeichenpad, aber vielleicht keins hat. Ich habe hier noch eins rumliegen, das ich nicht benutze, weil ich nicht zeichnen kann. Doch. Naja. Naja. Ich kann auch nicht gerade super gut zeichnen und brauche ihn nicht über meine Zeichnung. Ja, aber ich meine, also du kannst das definitiv besser als ich. So. erstmal muss ich von alles diesem. Alles klar. Eine Schildkröte geht einfach die Mauer hoch. Okay, Mario. Ein Mario geht auch die Mauer hoch. So, irgendwo kommt da. Da kommt er. Exido und Hassen. Kann man dieses Wort überhaupt in einem Satz verwenden? Ja. In der Tat. Exido kann man nicht hassen. Oh Mann.
Eines Tages vielleicht. Nein. Was sagt everyone can paint? Ja, vielleicht malen, aber nicht zeichnen. Ja, ein Strichmännchen. Yeah. Jeder kann das. So, Moment, ich versuch mal was. Ich hoffe. Boing, boing. Ich glaube, das war von Nintendo sogar so beabsichtigt. Oh man. Es kommt mir zumindest so vor. Einspruch. Noch ein Spruch. Das sind schon zwei. Zwei Spruch. Genau. Drei Spruch. So, und damit haben wir wieder einen Stern. Ein Spruch. Nom nom nom. Du musst es echt mal die Explosion nehmen, die ich dir geschickt, also die ich dir vor mit den durch den Planeten und so. Dudup, dup, dudup, dup. So, was war jetzt eigentlich der Stern, den wir machen sollen? Entdeckungsreise in der Pyramide. Okay, dann gehen wir mal in die Pyramide rein. Beinbruch, okay. Ein Beinbruch? Beinbruch? Beinbruch. Bei welchem? Dabei. So, Entdeckungsreise in der Pyramide. Jetzt müssen wir hier nur noch was entdecken. Oh, guck mal! Oh, wie süß! Der lächelt, ja. Der lächelt. Ja, der lächelt. Und gleich haut er mich genau in ein Leben. Ich mag es, wenn ich manchmal einfach so Sprachfehler sage aus Versehen. Ich mag das. Ich mag sowas auch, absichtlich Sprachfehler zu sagen. Ja, so. Bei mir kommt es manchmal nicht absichtlich. Also, es kommt einfach manchmal so aus Versehen. Oh. Wo ist hier... Weil, wie es dir jetzt schon bekannt sein müsste, ist Deutsch ja nicht meine Aussprache. Und er ist weg. In der Pyramide. Eine Pyramide aus Indern. Ja. Ich frag mich, wo der Stern dann ist. Überhaupt, wo man beim Treibsand landet. Das ist echt interessant. Eine Frage für die Philosophen. Okay, dann werde ich ja selber dran beteiligt. Na dann philosophier mal. Obwohl du gar nicht Sophie heißt. Yeah. Philosophie. Aber wir kennen eine Sophie. Der Narrateur. Ja. Philosophie der Narrateur. Philosophie der. Ja, ja, so genau. Ist es. Aber vor allem Narrateur ist einfach der Hauptcharakter. Ja. Ich finde es so bescheuert, dass die einfach französisch Hauptcharakter geschrieben haben. Ach, das heißt Hauptcharakter? Ich dachte Erzähler. Ja, ja. Ja, mit. Ja, das ist auch der Erzähler. Okay. Ja. Aber eben auch Hauptcharakter. Sozusagen, ja. Auch wenn er meistens, also, er ist meistens der Hauptcharakter, aber erzählt halt so. Ah. Also der Ich-Erzähler. Ja. Und ich denke mal, meistens ist er der Hauptcharakter, weil ich glaube nicht, du bist da mitten in der Ecke, da hinten in der Ecke, weißt du, und denkst du so, ja, ich war jetzt in Erzählung, ne? Einfach so. Nein, nee, diese Erzähler in der dritten. Ein Stern in der Kiste, oh Gott. Ein Star in der Kiste. Ich habe auch gern mal einen Star in der Kiste, nein. Hör mal, eine Indertat ist in der Tat eine Tat wie ein Indertat. Mhm. Ganz in der genau. Tat. In der Tat. Oh, boah, Chef Dr. Klang. Ach komm schon. Ja, wie war das nochmal? Hattest du das vorgelesen gehabt, das Gedicht? Ja, habe ich. Gut, dann müssen wir das ja nicht weiter ausweiten. Ich denke nicht, dass man untergeht, Scarlett. Ich denke, da unten gibt es irgendwie, keine
keine Ahnung, einen Raum oder so. Also, es kann auch nicht möglich sein, dass überall einfach der Sand am Boden wieder hochkommt. Also, es muss ja irgendwo hinführen, damit es ja nach unten saugt. So, welche Kiste könnten die meinen bei dem Stern in der Kiste? Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, was für ein Stern das in der Kiste ist. Scarlett, wir brauchen deine Hilfe. Ja, Hilfe! Hilfe, Scarlett Johansson! Ach, und ich müsste ja auch noch irgendwann Münzen sammeln in dem Level, aber heute nicht. Heute nicht. Nee, das, daran liegt's nicht, weil ich bin noch in der Pyramide und da habe ich nicht so viel Spielraum. Ja. Mhm. Boah, wir sind einfach fast 10 Uhr. Was, schon? Oh, ich bin doch noch gar nicht fertig. Nein, die Zeit geht viel zu schnell. Ja. Okay, ich glaube, hier bin ich dann aber irgendwie falsch. Und bitte alle am Ende mich mal bewerten, wie ich als Moderator gearbeitet habe. Dankeschön. Genau, wir haben hier jemanden, der die... nein, ich werde jetzt nicht gemein und sage irgendwas. Ja. Du machst das nämlich wirklich, 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 wirklich... 7 von 10. Ah, danke. Das ist eine positive Zahl, okay. Ich hatte gehofft, dass du das nicht so siehst. Hä? Weiß ich nicht. Sollte aber auch nur ein Witz sein. Ich sehe es positiv, solange es über 5 ist. Na, 5 ist ja die Mitte und ich will ja über den Durchschnitt sein. Was ist, wenn ich sage 4,9? Oh, das ist fies. Okay, ich gehe nochmal hoch. Ich geh nochmal aus dem Kurs raus. Du musst leider aus der Pyramide raus. Ja, das dachte ich mir. Also wieder ab. Rein da unten und dann. Scherz, du musst leider aus der Pyramide raus. Scherz ist falsch geschrieben. Das Wort heißt Schatz. Nein. Ich weiß, dass Scarlett männlich ist. Obwohl, das muss nichts heißen. Okay, Stern in der Kiste. Ich kann mir denken, wo, was ich dann machen muss. Aber ich könnte ja auch rote Münzen sammeln. Nee, aber welche Kiste war denn das dann? Die Kiste? Nein. Die Kiste? Nein. Das ist ein Block. Oh. Die Kiste. In der Tat. Nein. Oh. Hey, aber ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Münzen zu sammeln. Ich wette da drin. Eine Frage, was ist pansexuell? Das sind Leute, die auf den einen Hauptcharakter aus Dragon Ball GT stehen. Alles klar. Das war ein Witz. Okay, gut. Die heißt nämlich Pan. Dann schaffen gucken nach dem Stream. Oh. Was? Sehr viel Kritik, yeah! Ah. Ich denke, jeder Moderator hat seine blutigen Eigenschaften bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Aber irgendwann kommt der eine schlechteste aller Zeiten. Der alles zerstört. Mhm. Wen könntet ihr euch vorstellen, könnte sowas sein? Jetzt also entweder ihr dürft jetzt Piep YouTuber nennen oder Celebrities, die ihr überhaupt nicht mögt oder Justin sowas. Bieber. Ich dachte mir, dass das nämlich kommen würde, wenn ich so frage. Oh, komm schon, ich muss da nochmal rein. In dieses Ding. Ey, diesen Namen solltest du zensieren, Herr Hase. Warum? Worum ging's? Ich glaube, ich lösche diesen Nachricht. Da war nichts möglich. Shit.
Titel. Hat er nicht gesagt. Wo ist die Münze? Da ist die Münze. Da komme ich nie ran. Außer... Nein, ich bin festgesteckelt. Okay, die roten Münzen soll ich erstmal. Mario! Du sagst die Zahl, die mit Glück verbunden wird? Das ist doch keine Zahl. Sie! Ja, ich weiß schon. Was zum? Nein! Das war gemein. Oh, armer Exilo. Nom, nom. Trotzdem solltest du den Namen zensieren. Apo Red. Umgekehrt gelesen, der Opa.